Благодарю вас, да. Такой красивый... Vielen lieben Dank für so eine schöne Vorstellung. Liebe Freunde, ich bin so glücklich, heute hier zu sein und bei diesem grandiosen Event auftreten zu dürfen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Natalia Diakova aus Russland, aus einer Militärfamilie. Ich habe zwei Söhne und Bürokauffrau und ich habe eine Finanzakademie absolviert. Meine Tätigkeit habe ich als Verkäuferin begonnen und dann bin ich im Ministerium der Gesundheitswesens in Tver gelandet und vor 4 Jahren kam ich mit meinem Mann nach Amerika. Wir haben wirklich von null angefangen, ohne Englisch, ohne Ausbildung, ohne Beziehungen. Wir haben sehr viel gearbeitet. Ich war Babysitterin, ich war Putzfrau, ich habe Torten gebacken und sogar bei einer amerikanischen MLM-Firma probiert. Aber die Lebensqualität ist dadurch nicht besser geworden. Das Geld hat kaum gereicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Und manchmal können wir uns nicht mal Essen leisten. Unser Sohn wurde geboren und wir hatten dann mehr Ängste vor der Zukunft. Ich könnte meinen Platz im fremden Land nicht finden. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Zeit für Studium, für Ausbildung. Ich war dann sehr verwirrt. Im August 19 habe ich auf Facebook mit Angela Valochai kennengelernt. Sie hat mich zum Projekt Detox von Elena Atkladovoy eingeladen. Dank Elena hatte ich super Ergebnisse mit dem Aussehen, mit der Gesundheit. Und seitdem haben wir uns mit Elena jeden Tag getroffen und Treffen organisiert. Dann bin ich sehr schnell gewachsen. 6 Monate später, schon als Smaragd-Direktorin, komme ich zu meinem ersten Event in Las Vegas. Und da lerne ich den Präsidenten kennen und erfahre von ihnen so viel über Werte und Ideen der Firma, die mich so persönlich angesprochen haben. Dann habe ich endlich geglaubt, dass meine Zukunft gesichert ist in dieser Firma. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, einen Immobilienbonus bis Ende des Jahres zu verdienen. Nach 2 Jahren, ihr werdet es nicht glauben, mein Leben ist ganz anders. Ich hatte 2 Immobilienboni bekommen. Mein Einkommen erlaubt es heutzutage, jetzt auf Hawaii zu wohnen. Ich lebe ein Traumleben. Ich habe nur geträumt davon vorher und ich hatte die Möglichkeit, das Geld zu sparen. Ich kann mir alles leisten, was ich will. Ich habe Möglichkeiten, mein Business jetzt online und entfernt zu steuern mit meinem Handy. Und es läuft in 16 Ländern. Ich bin sicher, dass morgen und Zukunft gut aussehen. Ich warte auf jeden neuen Tag. Von meiner Unsicherheit, von meinen Ängsten als junge Frau mit kleinem Kind im fremden Land bin ich jetzt eine erfolgreiche Leaderin und ich bin sehr dankbar. Meine Mentoren Margareta Fuller, Angelika, Oleg Moisenko, Alexei Lukonin, jetzt Alla Popkova, Meister aus meiner Struktur. Sie hat 3 Babys, 3 Kinder aus Rostov, Andon. Sie wohnt jetzt auch in den USA und Bürokauffrau. Und in Russland hatte sie eine dezente Position im Steueramt, aber jetzt in Amerika musste sie als Babysitterin, als Kinderpflegerin arbeiten und sie hat 3 Stunden gebraucht, um auf Arbeit zu kommen. Sie hat so viel Zeit dadurch verschwendet. Diese Zeit könnte sie für was anderes gebrauchen, für sich, für Familie. Diese Routine, dieser anstrengende Alltag hat alle keine Möglichkeit gegeben, sich weiterzuentwickeln. Und dieser Job hat sie nach unten gezogen. Und obwohl ihr Ehemann hat gut verdient, hat alle bei allem gespart. Sie wollte auch sich etwas leisten können, ihren Beitrag leisten für das Familienbudget. Wir haben uns auf Facebook
kennengelernt. Sie hat abgenommen, sie sieht super aus und ihre Ergebnisse ziehen mehr Menschen an. Ihr Wendepunkt war das Gespräch mit Elena Okladova über Business. Sie hat ihre Möglichkeiten in dieser Firma gesehen und wollte sich entwickeln. Meisterin in 5 Monaten. Immobilienbonus nach 1 Jahr. Und jetzt arbeitet sie von zu Hause und verbringt viel mehr Zeit mit ihren Kindern. Heutzutage wächst sie weiter und realisiert ihre Träume in unserem Team. Heute, wenn sie Immobilienbonus hat, zahlt sie einen Kredit für ihr luxuriöses Haus. Sie ist unabhängig von ihrem Mann und hat eigenes Geld. Und das letzte Ziel ist, jetzt weitere Immobilienboni zu erhalten und ein Haus für jedes Kind zu bauen. Eine weitere Geschichte, eine sehr junge Frau, die Maria Bisi, sie hat auch 3 Kinder. Sie kommt von Altai und sie war Lehrerin, Fremdsprachenlehrerin. Sie kam nach Amerika ohne Beruf, den man umsetzen könnte, mit dem sie gut verdienen könnte. Und natürlich hatte sie sehr wenig Zeit mit 3 Kindern. Maria war sehr verunsichert, wollte, die sehr teuer ist. Und sie wollte sich auch verwöhnen mit schöner Kleidung. Sie musste sparen. Einkommen wollte sie natürlich haben. Auf Facebook kennengelernt. Und sie hatte unglaubliche Ergebnisse. Ihre Mutter hat sie im Flughafen nicht erkannt und ist vorbeigelaufen. So gut sah sie aus. Nach dem Winterfortzeit letztes Jahr wurde Maria begeistert von der Geschichte einer Mutter mit vielen Kindern, die alles geschafft hat. Maria hatte keine Sicherheit. Sie dachte, ich bin nicht so cool und knallhart wie meine Mentoren oder die Menschen, die bei den Events auf die Bühne kommen. Aber bei Gold für Gold, wo sie dann als Diamantdirektorin kam, hat sie neue Begeisterung getankt und dann zu Hause hat sie sofort den Meisterrang abgeschlossen. Sie hat den besten Beruf auf der Welt. Sie hilft den Menschen, erfolgreicher zu werden, gesünder zu werden. Jetzt hat sie eigenes Einkommen und sie kann sich alles leisten. Sie kann sich endlich verwöhnen. Sie kann alle Events besuchen und dabei wächst ihre Struktur und ihr Einkommen. Sie hat keine Ängste mehr über die Zukunft ihrer Kinder. Durch Partnerschaft mit Coral Club kann sie für ihre Kinder die beste Ausbildung versorgen. Also, ihr habt jetzt gehört, nach welchen Kriterien wird eine persönliche Geschichte aufgebaut. Es sind 3 Geschichten, die viele Menschen in die Struktur anziehen. Wahrscheinlich haben sie jetzt die Geschichte gehört und fühlt euch angesprochen. Ihr könnt auch eigene Geschichten teilen oder auch diese als Beispiele, mit denen sich viele Menschen identifizieren können und zu Leadern werden durch diese Motivation. Die Menschen werden verstehen, dass sie es auch schaffen können. Deswegen kommen sie zu uns, kommt zu euren Kunden und erzählt Geschichten. Und ich wünsche euch viel Erfolg und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.